Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, endlich, es ist geschafft. Und es war ein langer Weg und wir haben ein gutes Gesetz. Und lieber Herr Kollege Weinberg, da ist nicht nur der Titel gut, der ist auch nett, aber das Gesetz ist gut. Wir haben ein gutes Gesetz auf den Weg gebracht. Darauf können wir stolz sein. Und gestatten Sie das mir als jemand, der wirklich seit Beginn dieser Legislaturperiode dafür gekämpft hat, dass dieses PEP in den Griff zu kriegen ist, dass ich sehr froh bin, dass wir es in den Griff bekommen haben und dass wir eben zumindest die wesentlichen problematischen Reißzähne, die gerade den Schwerstkranken schwer zu stehen gekommen wären, gezogen haben. Denn das haben wir getan. PEP ist nicht weg. Das will ich auch gerne einräumen. Aber es ist Teil eines Gesamtsystems, eines Budgetsystems, in dem es auf jeden Fall nicht mehr der Preisfindungsmechanismus ist. Und das war einer der zentralen Problempunkte. Wir haben dieses gute Gesetz, das will ich ausdrücklich sagen, einem strukturierten Dialog zu verdanken, den wir dank unserer relativ schnellen Verlängerung der Optionsphase ermöglicht haben, den wir bewusst auf den Weg gebracht haben. Ich bin sehr dankbar allen Beteiligten, den Verbänden, dem Ministerium dafür, dass man das aufgegriffen hat. Ich bin aber an dieser Stelle vor allen Dingen den Verbänden dankbar dafür, dass sie gemeinsam, vernünftig, strukturiert an einer Lösung mitgearbeitet haben. Und deshalb, Herr Weinberg, zumindest das, was ich höre, ist, dass unisono das Gesetz als durchaus gut und passfähig bezeichnet wird. Und das ist es eben auch. Und ja, wir haben den parlamentarischen Prozess genutzt. Die Kollegin hat das schon klar gemacht, um ein gutes Gesetz noch ein bisschen besser zu machen. Denn nichts, was gut ist, könnte nicht besser werden. Und das haben wir durchaus mit rund 29 Änderungsanträgen auf den Weg gebracht. Ich kann nur wenige Punkte aufgreifen, aber das will ich gerne tun. Wir haben etwas mehr präzisiert, wie die strukturellen und regionalen Besonderheiten in die Budgetfindung einfließen sollen, damit gerade hier das, was für die Patienten wichtig ist, auch Berücksichtigung findet. Wir haben aber vor allen Dingen in der Anhörung die Kritik aufgegriffen, dass der Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie, der allerdings einer besonderen Betrachtung bedarf, vielleicht im Gesetz nicht ganz optimal abgebildet war und haben dafür gesorgt, dass hier der Fokus stärker auf die Besonderheiten von Kinder- und Jugendpsychiatrie ausgerichtet wird. Wir haben das neue Instrument Home Treatment, stationsäquivalente Versorgung, eingeführt. Und ja, wir haben dieses Instrument jetzt noch mal geschärft, denn wir haben den im Gesetz vorgesehenen unsinnigen Verknüpfung mit dem Bettenabbau weggenommen. Und das hat, lassen Sie mich das sagen, nicht nur Fragen, ob nun die Länder da irgendwas sozusagen hätten oder ob das möglicherweise als Finanzanreiz ein Problem wäre. Ich finde, es hat auch eine inhaltliche Bedeutung. Ich habe selbst mitgemacht, die Umstellung im Bereich der Eingliederungshilfe vom stationären auf den ambulanten Bereich. Und da war es für viele Menschen, die das genutzt haben, wichtig zu wissen, dass das Bett noch nicht weg ist und dass es sozusagen den Rückkehr, die Rücksicherung gibt, dass auch da noch eine Lösung da ist. Und ich glaube, das ist auch für die Akzeptanz dieser Regelung eine durchaus nicht unwichtige Geschichte. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Akutversorgung nicht den sozusagen eine Engführung macht und wir am Ende womöglich gar keinen Personenkreis haben, der tatsächlich von der Lösung Gebrauch machen kann. Jetzt ist es an den Kliniken und natürlich an den Patientinnen und Patienten, denn es geht nur mit deren Wunsch und Wille, diese durchaus gute Möglichkeit zu nutzen. Und ich sage das selbstkritisch direkt dazu, das geht so ein bisschen auch auf Ihren Antrag ein, ja, wir müssen bei der Frage Vernetzung, wir müssen bei der Frage sektorübergreifendem Arbeiten noch viel, viel weiterkommen. Da ist auch durchaus viel Gutes in Ihrem Antrag, aber viel ist auch drin, was wir aufgegriffen haben. Wir haben, und das war uns von Anfang an wichtig, und das war einer der größten Knackpunkte am PEP, wir haben dafür gesorgt, dass es wieder eine verbindliche und weiter eine verbindliche Richtlinie für den Personalbereich gibt. Das allerdings, da bin ich wirklich besonders stolz drauf, eine verbindliche Regelung, die jetzt auch dadurch in ihrer Verbindlichkeit geschärft wird, dass Nachweis dafür erbracht werden muss, und zwar auch, und das haben wir noch mal nachgebessert, auch ab 2017 und nicht erst ab 2020, wenn die ganz neue Regelung eintritt. Wir finden es wichtig, dass der Kostenträger da auch ab dem Zeitpunkt schon einen Blick drauf hat. Ja, wir haben auch geregelt, dass es im Übergang zu Definitionen kommen muss, wie der Übergang, wie möglicherweise Ausnahmebestimmungen dazu führen können, dass es nicht zu Versorgungsbrüchen durch die Umstellung von der PsychPV auf die neue Personalrichtlinie kommt. Aber das sage ich für meine Fraktion klar. Das muss, wie die Worte es ausdrucken, eine Übergangs- und Ausnahmebestimmung sein. Das ist nicht dazu gedacht, zu unterlaufen, die eigentliche Personalrichtlinie. Die muss verbindlich und für alle geltend entsprechend geführt werden.
Lassen Sie mich noch ein Wort sagen zu einem Punkt, der mir auch extrem am Herzen lag, der sich auch in Ihrem Antrag findet, nämlich die Frage der Soziotherapie. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und dieses Angebot gibt es lange, es kommt nur nicht in Gang. Und warum kommt es nicht in Gang? Weil man sich über die Finanzierung schlicht nicht einigen kann. Wir haben endlich die dringend nötige Schiedsstelle eingeführt. Und damit bin ich guter Hoffnung, dass dieses wichtige Angebot jetzt auf den Weg kommt, dass wir endlich die Soziotherapie flächendeckend kriegen. Und das ist im Übrigen aus meiner Sicht auch eine durchaus wichtige Brücke im Hinblick auf das BTHG und die Teilhabemöglichkeiten dort. Insofern hat es ganz viele Schnittstellen, die wir mit dieser Hilfe in den Griff bekommen. Und wir vermeiden damit, da bin ich mir ganz sicher, den immer wieder auftretenden Drehtüreffekt, wo es sozusagen heißt, rein in die Klinik, raus aus der Klinik. Wenn hier Fachkräfte helfen bei der Therapiebegleitung vor Ort, bei den Möglichkeiten, die man überhaupt in Anspruch nehmen kann, dann kann das ein wichtiger Akzent sein, um ambulant vernünftig versorgt zu sein. Ein Satz noch zum Schluss auf etwas, was Sie, Herr Weinberg, auch angesprochen haben und wo ich gerne zugebe, dass uns das, was den Begründungszusammenhang angeht, nicht nur große Bauchschmerzen macht, sondern dass wir an der Stelle klar Ihnen zustimmen müssen. Das ist schlicht falsch gewesen, es so zu begründen. Das ist die Frage der 1,5 Milliarden, die aus dem Gesundheitsfonds jetzt den Krankenkassen zusätzlich gegeben werden. Ich will hier nicht, da lässt die Zeit das auch nicht mehr zu, eine große Diskussion über die Frage, wie sinnvoll die 1,5 Milliarden sind oder Ähnliches aufgreifen. Aber eins will ich in aller Deutlichkeit sagen, es mit der Flüchtlingsfrage zu verknüpfen, ist schlicht falsch und es ist schlicht instinktlos. Das allerdings findet überhaupt nicht unsere Zustimmung. Und mit den Worten bitte ich Sie dennoch, dem Gesetz zuzustimmen, denn es ist ein gutes, ein vernünftiges und für die Weiterentwicklung der Psychiatrie unverzichtbares Gesetz. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Maria Klein-Schmeink für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.